Moin, jo, das ist meine Videoantwort für unseren Christoph, für den Schnorris 58. Unsere Top 5 Fix 2023. Christoph, ja, sei erstmal ganz lieb gegrüßt. Sehr, sehr gerne reiche ich meine VA nun verspätet nach und werde meine Top 5 zeigen. Ich werde das Thema recht frei behandeln. Fängt schon damit an, dass ich als erstes hier das Bravo 2 mit Wüsteneisenholz. Ich finde ein geniales Camp Knife. Ein geiles Teil. Ja, dass ich das in die Cam halte, wirklich nutzen. Ich glaube, ich habe es dieses Jahr nicht einmal benutzt. Dennoch nutze ich quasi jede Gelegenheit, wenn sie es denn mal anbietet, zu einem Video den Stachel in die Cam zu halten. Ja. Finde ich schon famos und das Teil bereitet mir nach wie vor sehr viel Freude, ist aber nur ein Nebendarsteller, aber halt ja, mal gleich die ersten 2 Minuten damit verbaselt, das Teil in die Cam zu halten. Aber nutzt nichts, all knives are great. Musste mal wieder gezeigt werden, ja, und jetzt versuche ich der Aufgabe nachzukommen. Und ich habe das so ein bisschen aufgeteilt. Ich werde sowohl Messer benennen, die ich einfach liebe, und deshalb sind die für mich quasi jedes Jahr in den Top 5 dabei. Diese Limitierung immer auf eine bestimmte Anzahl ist eh ziemlich gemein, wie ich finde. Also schwierig, schwierig, schwierig. Dennoch, ich werde versuchen, so einigermaßen im Rahmen zu bleiben. Entschuldige mich jetzt schon oder bitte um Entschuldigung, sollte mir das nicht gelingen. Und ich fange mal dahingehend an, dass ich ein Messer zeige, dass ich hier wirklich ist vielleicht das Messer, also mein Fixed-Messer, das ich am häufigsten dieses Jahr benutzt habe. Das ist ein Kastenmesser von Lennart Palkowitz. Ja, beste Grüße gehen raus an Lennart. Ganz, ganz toller Typ. Schon ein paar Jahre her, dass er mir das Teil geschenkt hat und ich liebe es und ich nutze es so gerne. Es hat viele Kampfspuren. Ich bin mir nicht sicher, Klingenstahl. RWL 34 vermute ich jetzt, ganz sicher bin ich mir nicht, aber halt verpinnte Mikata-Griffschalen und dieses große fette Blatt voller Flachschliff, fein ausgeschliffen, knapp unter 0,35 Millimeter an Material, das sorgt einfach für schöne Schneidergebnisse. Das ist ein richtiger Spaten. Kannst du hochheben, kannst du wiegen mit, kannst du hacken mit. Sehr führig. Super, super Messer. Und das wahrscheinlich, das Fix, das ich am häufigsten nutze. Oder den kleinen Hotcho hier. Ja, das gab es mal. Oder gibt es wahrscheinlich immer noch mit einem Sanmai. Stahl, Dreilagenstahl, von Diktum sehr, sehr fein ausgeschliffen, unter 0,20 Millimeter und hält die Kante ganz wunderbar. Ein tolles Messer, klein, führe ich auch. Für die feineren Arbeiten nutze ich das sehr, sehr gerne. Jo, das sind so wirkliche Arbeiter, diese beiden, ja, in der Küche halt gerne benutzt. Ebenso gibt es aber Messer, die ich zum Beispiel zuletzt viel benutzt habe. Da möchte ich mit Platz 2, also das erste zählte ja nicht, das hier ist auch nur eins im Doppelpack. Ich denke, du bist da großzügig in der Auslegung, Christoph. Und in den letzten Monaten oft benutzt habe ich das Venture von Victorinox. Jo, da hat Felix Immler seine kreativen Gedanken und Finger mit im Spiel gehabt und ein tolles Messer ist dabei rausgekommen. In dieser Basisversion, die Scheide ist zwar unbeeindruckend, aber das Messer ist sehr beeindruckend. Tolles, tolles Schneidwerkzeug. Ich finde das Teil super und mal sehen, inwiefern ich das zukünftig nutzen werde, weil mein Platz 1, da kommen wir ja gleich noch dazu, ist schwer zu toppen. Aber es ist in der Sammlung und in den letzten Monaten habe ich es viel genutzt und rein von der Qualität würde ich das definitiv in eine Liste mit reinpacken wollen. Hätte es auf jeden Fall verdient. Ist ein super Messer und da kommen wir auch gleich zum nächsten Modell. Da habe ich mir von Alex Krämer dieses Crush Tanto dieses Jahr gegönnt, auch jetzt seit ein paar Monaten bei mir. Und das, ja, wurde jetzt ein paar Mal mitgenommen, sowohl bei Wanderungen wie wenn ich auch so unterwegs war, habe ich mir tatsächlich mit der Kydex einfach in die Hosentasche gesteckt. Bei großen Hosentaschen funktioniert das ganz gut.
Jo, und das ist ein tolles Messer, auch Mikata M390. Ja, geiles, geiles, geiles Teil. Und das halt jetzt so Platz 3 in meiner Liste. Jetzt wird es schon echt schwer. Ich wererde zum Beispiel außer der Reihe, aber zeigen tue ich sie trotzdem, noch zwei Customs zeigen. Und da hat man einmal Heidi Blacksmith, also Markus Heidgen. Ganz typisches Design von Heidi. Carbon-Griffschalen, Kohlenstoffklinge, großer, großer Bauch, handfüllender Griff, liegt mir sehr gut in der Hand. Durchaus stabil. Ich liebe die Heidi-Modelle einfach. Und die halt außerhalb der Konkurrenz mit den Ramon Hahnelt EDC Knife hier. Selbstgeschmiedeter Damast von Ramon, junger Messermacher aus Hamburg. Wunderschöner Holzgriff, sehr, sehr facettenreich. Toller, toller Arbeiter. Und beide Messer habe ich dieses Jahr nicht oft genutzt, aber als Sonntagsmesser waren sie immer wieder mit dabei. Sonntagsmesser ist jetzt sehr allgemein gehalten. Also wenn es mal ein besonderer Anlass war oder man sich tatsächlich einfach danach gefühlt hat, dann habe ich die beiden Modelle doch gerne eingesteckt. Und deshalb möchte ich die auch hier mal zeigen. Aber auch die Serie hier im Bilde eines Metamorph Fixed von Real Steel, jo, seit ein paar Jahren mit dabei. Und das ist halt auch so ein ganz typisches Messer, wenn ich mal eine Tour mache, Rucksack dabei habe, da wird das eigentlich fast immer mit reingeschmissen. Sehr, sehr dienlich, sehr universell. Ja, Oster-Pehl-Design. Ich finde einfach ein super, super Stachel. War damals relativ günstig, ich glaube 50, 60 €. Sollte Real Steel definitiv nochmal auflegen, dieses Modell, wie ich finde. Und jetzt fehlt nur noch Platz 1. Ja, und das ist dann ein Doppelpack. Das Gunny von Bark River, einmal in Mikata und einmal in Orange G10, balliger Anschliff, beide ohne Rampe, verpinnt, ganz glatte Griffe. Liegen mir perfekt in der Hand bei beiden A2 Stahl. Meine klare Nummer 1. Und der Rest hier, der ist ja nicht so, dass der nicht auch großartig ist. Aber ja, was soll ich dazu sagen? Großartige Messer. Und zum Teil diese Messer dann halt auch mit echten Freundschaftswerten noch verbunden. Da fließt vieles mit ein. Wenn ich an Kastenmesser denke, muss ich zum Beispiel immer an meinen Freund Ben denken. Story of my knife, ja, Ben liebt einfach Kastenmesser. Wenn ich diese Messer hier betrachte, dann ist ein Modell von einem wunderbar lieben Freund dabei, der nicht mal unter uns weilt. Messer, Serie von tollem Typen, den ich auch als Freund bezeichne, erschaffen. Messer, das in der Küche seit Jahren arbeitet, ein guter Deal damals geschossen vom anderen Knife Buddy. Messermacher, den ich kenne und zu schätzen weiß, toller Typ. Dann wieder ein Serienmesser von einer Marke, die ich großartig finde. Wieder ein Geschenk bzw. Messer von jemandem, der voll in der Szene drin ist. Und dann geht das so weiter. Ja. Fixed sind einfach die besseren Werkzeuge. Das kann man einfach mal so daher sagen. Ich ja, nutze meistens oder zumeist eher ein Klappmesser, aber ich liebe jedes meiner Fixed. Und Christoph, das sind meine Top 5, ein bisschen mehr, aber ich habe ja versucht, das zu erklären. Ja, geht hoffentlich als VA so durch und dann war es das auch von mir. Jo, ich wünsche euch allen weiterhin viel Freude mit euren Messern und zu Christoph sei einfach nur noch gesagt, wer in der deutschsprachigen Messerszene Christoph nicht kennt, der hat die Szene tatsächlich verpennt. Absolut ein Muss sein Kanal, ich lerne immer wieder dazu und halt seine ruhige, sachliche, freundliche Art, solidarisch, immer mit Unterstützung, immer mit Rat und Tat zur Stelle. Christoph, dir nur das Beste gewünscht, bleib gesund, bleib uns erhalten, das sind meine VA und ich verbleibe wie immer mit All Knives are great, bleib gesund, Peace, ich bin raus.